Stichwort Klimawandel. Ne? Wir wissen ja, was schädlich ist, also Autofahren, Fliegen, Strom verbrauchen und Mineralwasser trinken. Ja, aus bestimmten Flaschen, aber ich erkläre das gerne. Also, das hier ist die gute alte Pfandflasche aus Glas, wird bis zu 50 Mal wieder befüllt, alles Paletti. Das hier ist die Mehrwegflasche aus Plastik. Hier ist das Logo, ne? Wird immerhin bis zu 20 Mal wiederverwendet, also auch gut. Und das hier ist die Plastikflasche mit dem Einweg-Logo. Die wird genau ein einziges Mal befüllt, dann geschreddert. Umweltirrsinn, aber irrsinnig erfolgreich. Beliebte Durstlöscher. Sprudelndes Mineralwasser aus der Flasche. Aus der Plastikflasche. Flasche für Flasche, Kiste für Kiste wird mühsam nach Hause geschleppt und kaum ausgetrunken wieder zurückgebracht. In den Supermarkt fürs Pfand. Kunden glauben, der Umwelt so etwas Gutes zu tun. Dabei wissen die meisten nicht einmal, welches Logo für Mehrweg oder Einweg steht. Keine Ahnung. Gute Frage. Ist das nicht einfach nur die Klasse, wie viel es kostet? Also die Logos kenne ich eigentlich gar nicht, um genau zu sein. Ja gut, da steht Mehrweg dran, aber wie das jetzt... Ich kenne den Begriff, aber ich wäre jetzt nicht so schnell drauf gekommen. Für beides müssen Kunden Pfand bezahlen. Für Mehrweg bis zu 15 Cent, für Einwegflaschen 25 Cent. Sinn des Ganzen, die Plastikpullen sollen die Natur nicht vermüllen. Eingeführt hat das Pfand Jürgen Trittin, vor 6 Jahren als grüner Umweltminister. Nach reichlich Gegenwind konnte er schließlich die Rückgabeautomaten einweihen. Sein Ziel, Kunden sollten mehr Mehrweg kaufen. Mindestens 80%. Pfand auf Einweg gleich mehr Mehrweg gleich mehr Umweltschutz. So die Gleichung des Umweltministers. Doch diese Rechnung geht 6 Jahre später völlig daneben. Bei Mineralwasser lautet die Mehrwegquote mickrige 30%. Verkauft werden also zu 70% Einwegverpackungen. Das Einwegpfand, einer der größten politischen Fehlschläge der vergangenen Jahre. Das ist eine Katastrophe. Also die Bewertung, dass Mehrweg gerade im Wasserbereich sich im freien Fall befindet, ist ökologisch einfach ein Desaster. Das Problem, Mineralwasser in Einwegflaschen ist bei Kunden beliebt, denn es ist billig. Die großen Discounter stecken im Preiskampf. Bei Lidl, Aldi und Penny kostet der Liter nur noch 13 Cent. Das Pfand doppelt so teuer, 25 Cent. Reizvolle Lockangebote. Aber auch die teuren Marken setzen auf Einwegflaschen. Die Hersteller tricksen, pumpen Gas in die Flasche. So ist sie bis zum Öffnen fest und hart, wirkt wie eine Mehrwegflasche. Die Stiftung Mehrweg entdeckt außerdem immer wieder Einwegflaschen, auf denen das Einweglogo einfach fehlt. Man verschweigt, dass es Einweg ist. Es gibt natürlich auch Einwegflaschen, die in Mehrwegkisten verkauft werden. Das ist im Grunde genommen mit krimineller Energie Betrug am Verbraucher. Für die Discounter zählt anscheinend nur das Geschäft, nicht der Umweltschutz. Die Genossenschaft Deutscher Brunnen schätzt, die großen Discountmärkte erwirtschaften mit Einweg Mehrerlöse von bis zu 400 Millionen Euro im Jahr. Zum Beispiel durch billigere oder nicht zurückgebrachte Flaschen. Von Aldi dazu keine Stellungnahme. Lidl dagegen will zu den niedrigen Preisen nichts sagen, teilt uns aber immerhin schriftlich mit, Lidl hat seit jeher nur Einweg. Es ist deshalb aus der Vergangenheit heraus begründet. Auch Penny hält die Billigpreise für marktüblich. Darüber hinaus ist die Rückgabe der bereits heute gekennzeichneten Einwegflaschen gegen Pfand seit langem geübte Praxis und wird vom Kunden angenommen. Vom Kunden brav zurückgebracht, weil der sein Geld wieder haben will. Der Pfandzwang im Namen der Umwelt. Doch der nützt die auferlegte Sammelwut der Deutschen kaum. Wer wirklich davon profitiert, verrät ein Blick hinter die Kulissen. Tonnenweise verkaufen die Discounter den Flaschenmüll an Verwertungsanlagen. Hier wird dann in mehreren Arbeitsschritten der Wert des Plastiks verfünffacht. Bekommen die Discounter noch 200 Euro pro Tonne, kostet sie letztlich 1000 Euro und mehr. So wird aus eigentlich wertlosem Plastikschrott wertvolles Granulat.
Aus diesen Flaschen wird, wenn wir sie hier verarbeitet haben, Fasern, die zusammen mit Baumwolle dann zu Stoffen weiterverarbeitet werden. Das Material wird aber auch im Faserbereich als Füllstoff genutzt, für einen Schlafsack, für Kinderspielzeug, für Möbel. Für Nachschub ist stets gesorgt. Eine Durchschnittsfamilie verursacht im Jahr mehr als 650 Liter gepressten Plastikmüll. Allein aus Einweg-Getränkeverpackungen. Darüber freut sich die Verwertungsindustrie, denn sie kann daraus Geld machen. Es wird deshalb nicht verbrannt, weil der Rohstoff, die Abfälle zu wertvoll sind. Also ich sehe PET schon als einen vielfältigen Werkstoff und es ist ein Beitrag zur Ressourcenschonung. Ein echter Beitrag zum Umweltschutz sind Mehrwegflaschen. Am besten aus Glas, aber auch aus Plastik. Eine Mehrwegflasche wird, je nachdem, ob es Plastik ist, zwischen 20 und 50 Mal wieder zurückgenommen, wieder gereinigt und wieder befüllt. Das heißt, es spart Ressourcen. Es spart Erdöl, es spart Energie. Mehrweg hilft der Umwelt. Doch Einweg wird verkauft. Auch deshalb, weil der Verbraucher nicht weiß, dass er der Umwelt damit mehr schadet. Das will das Bundesumweltministerium ändern. Wie aber das Problem zu lösen ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Wir meinen, dass einfach ökologisch nachteilige und klimapolitisch problematische Verpackungen mit einer zusätzlichen Abgabe versehen werden sollen. 20 Cent pro Verpackung schlagen wir vor. Die soll der Kunde für umweltschädliche Einwegflaschen bezahlen oder sich eben für wirklich ressourcenschonende Mehrwegflaschen entscheiden. Dabei ist die beste Lösung noch viel einfacher und viel billiger. Ohne Schlepperei, ohne Müll. Mit frisch sprudelndem Trinkwasser aus der Leitung. Ja, aber auch nur dann, wenn Sie das Leitungswasser selbst abzapfen und nicht in Plastikflaschen kaufen. Denn im sogenannten Tafelwasser steckt wirklich häufig ein großer Anteil schlichtes Leitungswasser.